Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 im Szenenprojekt auf der Schönfestbrunnen. Ja, ich bin hier im Startbildschirm, damit ich euch jetzt gleich was zeigen kann, was ich hier mit draufgenommen habe. Lasst euch überraschen. 3, 2, 1, 0. Was ist das wohl? Ihr könnt es wohl wissen oder sehen. Es ist das schöne Cosplay aus dem LS17. Jetzt auch verfügbar für den LS19. Ja, und fertig. Ja, ich zeige euch jetzt noch, was ich für eine Mods draufgenommen habe. Und zwar hier die Fortschritt, einen Case international 1455 XL 1255, dann die ZT-322A, die ZT-320A und noch andere Traktoren. Dann hier die, den 820 TMS, den, ja. Es wird bald eine Modliste erscheinen, wo ihr die ganzen Mods von was ich hier im Let's Play habe, herunterladen. Das einzige, was nicht kommen wird, ist dieser hier, den habe ich privat zugeschickt bekommen, und zwar über den wird es in einem Tag eine Mod-Vorstellung geben, und zwar von lieben Patrick. Den bekommt ihr nur auf Anfrage bei ihm, oder weiß ich noch nicht. Ja, das werden wir erst sehen. So, dann müssen wir erst schauen, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar hier. Dann habe ich Speedplay mit draufgenommen. Unkraut müssen wir entfernen. Hier müssen wir auch Unkraut entfernen, ja. Wir müssen jetzt mal schauen, was wir für ein... Striegel kaufen. Und zwar... Wo ist denn der hier? Striegel... Spade... Hä? Bin ich blind? Wo ist denn der? Hier. Und zwar werden wir den hier kaufen. Kaufen. Ja, fertig. Und zwar werden wir den mit dem hier holen. Dann können wir den gleich mit Cosplay losschicken. Ja, sorry, damit in diese Woche bis jetzt noch keine Videos gekommen sind, aber ich bin ja jetzt wieder beim Mitaufnehmen. Und jetzt habe ich Ferien, jetzt können wir wieder vorproduzieren und aufnehmen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch Ferien habt. Das würde mich interessieren. Sorry. So, jetzt können wir gleich einen Kurs machen. Und zwar mit dem hier. So. Dann fahren wir jetzt zum Hof, machen einen Feldkurs und dann können wir den schon losschicken und dann müssen wir noch die restlichen Kartoffeln verkaufen gehen, was im Lager sind. So, jetzt sind wir eh gleich schon da. Und dann können wir den hier gleich einstellen.
So. Speichern. Wendlerhof. Wendlerhof. Ja, passt. Fertig. So, dann können wir zumachen und dann können wir. X. Feldnummer, Feld 20, Feldarbeit. Nummer 20. Bei Vorgewende. Und fertig. Zeig mal, was du da gemacht hast. Ja, das sieht gut aus. Und speichern. F20. Regeln. So, dann kann ich den schon losschicken. Du musst es schon runter machen, weißt du es eigentlich? Mann, 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 Mann. So. Wo macht er denn nicht wett? Warte mal kurz. Sag jetzt nicht, damit wir den Falschen gekauft haben. Mann, 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 Mann. Dann kaufen wir den hier. Tut mir leid, ich werde die Kosten hierfür gut schreiben. So. So. Dann machen wir noch einen Kurs zum Händler. Da habe ich jetzt einen Schlenker drin, aber das macht ja nichts. So, schauen, kommt keiner. Können wir fahren. So. Dann gehen wir den Strickel holen und dann stelle ich den Helfer dafür ein und ja. So, Stopp, speichern. Hof, Unterstrich, Händler. So ist richtig. Zack, fertig. Den können wir wegtun. Jetzt gehen wir den noch schneller dort verkaufen und ja. Und dann gehen wir Kartoffeln verkaufen. Verkaufen. So. Ja, und jetzt gehen wir den nach Hause fahren und aufs Feld stellen.
Weiß nicht, warum der nicht funktioniert hat. Die sind halt los mit mir. So. So, den stellen wir gleich aufs Feld einstellen und ab geht die Luzi. Und dann müssen wir schauen, was als nächstes ansteht. So, dann machen wir noch einen Ordner. Feld 20. Den verschieben wir. So, und fertig. Dann fahren wir mit dem noch schnell die Kartoffeln weg und dann ist eh die Folge für heute vorbei. Zuckerrohr 13. Getreidemühle. Wo ist die Getreidemühle? Ah, das ist eh, wo wir das letzte Mal verkauft haben, die Kartoffeln. Dann fahren wir dorthin und dann ist die Folge eh vorbei. So. Der striegelt. Striegelt er wieder nicht? Ja, warte mal. Ah, egal. Machen wir das später. Dann gehen wir die erst einmal verkaufen. Es kann nämlich sein, damit das Unkraut schon in der nächsten Wachstumsstufe ist. Da kann man es nur mehr mit dem Unkrautentfernmittel machen. Sag einmal. Jetzt habe ich mal ver Es ist zwar jetzt nicht so schön, was ich gerade mache, aber so, jetzt dann wieder.
So. Gleich einen Kurs hin aufzeichnen. So, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!